Ja Leute, was geht? Da ist wieder vorne mit dem Start. Heute, wie ihr schon seht, ein neues Farming Simulator 19 Video. Und zwar geht es heute um eine neu gedownloadete Map, die ich mir heute runtergeladen habe. Ich sag nur eins dazu, die ist mega geil, also mir gefällt sie richtig gut. Und nur mal kurz zur Ankündigung, auf der Map werde ich jetzt in Zukunft auch meine Videos aufnehmen. Das heißt jetzt nicht, dass ich die andere Festbund-Map wieder lösche. Die behalte ich auf jeden Fall, da werde ich vielleicht ab und zu mal noch ein Video drauf drehen. Aber meine Hauptmap wird jetzt die sein, die ich mir gedownloadet habe. Das ist eine recht interessante Map. Ich habe auch schon ein bisschen was gemacht. Ich war da seit heute Mittag um 15 Uhr vielleicht am Arbeiten, dann muss ich zwischendurch noch eine Strafarbeit schreiben für die Schule. Ja, ich habe ein bisschen was angestellt, egal, will ich jetzt im Video nicht drüber reden. Auf jeden Fall, ich habe das Ding geschrieben, bin jetzt um 18 Uhr fertig geworden. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal die Map. Eine kurze Sache dazu, es fährt noch kein einziger Class-Traktor auf der Map. Und das habe ich auch nicht vor, weil ich erstmal bei zwei Marken bleiben will. Und zwar wäre das einmal IHC und das andere wäre einmal dann noch Fortschritt. Ich muss jetzt mal gucken. Also ich habe zumindest einen Fortschritt-Hänger. Also ich zeig's euch. Und zwar ist es die hier, die Rzemasowo. Keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Es ist auf jeden Fall eine ausländische, so wie sich der Name schon anhört. Naja, ihr seht, ich habe richtig fett Kohle. Ich zeig euch, warum ich so viel Kohle habe. Ich habe nichts verkauft. Aber ich zeig euch, warum ich so viel Geld habe. Ja genau, ich habe hier die Bienenhaus-Mod noch neulich geladen. Dann habe ich mir noch die, was ich vergessen hatte vorzustellen. Und zwar hatte ich mir noch ein Heizwerk runtergeladen. Da muss ich nicht immer zum Sägewerk fahren, um meine Hackschnitzel abzugeben. Das ist das Gute, habe ich auch auf dem Hof stehen. Dann das dritte war diese JCB325T. Dieser, ich sag jetzt mal, ja, Frontlader, ja, kann ich nicht sagen. Ich sage jetzt mal Kompaktlader. Ja, dann habe ich mir noch den Grone Big X 580 runtergeladen und dessen Schneidwerk. Dann habe ich mir noch eine Loader Mod runtergeladen. Das ist quasi wie so eine Kiste, wo du die hinten an den Traktorrad dranhängst und dann kannst du da dein Zeug transportieren. Ja, meine Maschinenhalle habt ihr alle gesehen, die ich vorgestellt habe. Und hier, das ist die Weltversion 1.1.1.0. Ja, hier der alte Ladewagen vom LS15. Und deswegen, wegen der Regierungsubventionierung, deswegen habe ich so viel Geld. Wenn du da ein Schild aufstellst, das kostet 0 Euro zum Aufstellen. Aber pro Stunde kriegst du von diesem Schild 100.000 Euro raus. Ich weiß nicht warum, ich kann es mir irgendwie nicht erklären, aber es ist geil. Ich habe davon 3 Stück auf meinem Grundstück stehen. Die werde ich auf jeden Fall jetzt dann wieder wegnehmen, wenn wir dann in der Welt sind. Weil ich habe genügend Geld. Ich brauche das jetzt sogar gerade gar nicht. Aber vorher will ich noch ganz kurz nach einer Ursus-Mod gucken. Warte mal, ich suche einfach. Ursus, ja. Keine großes Mods. Da, doch sind sie doch. Nein, doch. Kategorie, Kompaktfaktoren. Naja, nee. Ja, nee, die sind so laut. Das ist doof. Ja. Der sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Ja, komm, ich hol ihn immer. Case, immer geil. Dann, hier ist der Fortschritt CC, die Mod. Die hatte ich mal, aber die hat mir irgendwie nicht so richtig gefallen. Deswegen habe ich sie dann wieder deinstalliert. Aber ich hatte noch keinen Traktor von denen. Ich habe mir von den Dingern keinen gekauft, aber die gefallen mir vom Aussehen her nicht. Aber ich hole sie mir jetzt doch mal und probiere sie dann eventuell auch noch mal aus in dem Video. Ja. Was ist das hier? Das ist ja wieder dasselbe, der heißt da Walter, was weiß ich, wie man das sagt.
Sound-Update hat es da gegeben, habe ich gerade gelesen. Naja, ist ja jetzt eigentlich egal. Ich will jetzt eigentlich erstmal in die Map starten. Updates gibt es schon mal keine. Gut, ich starte jetzt in die Map. Zack, alles abwählen, wieder alles auswählen. Jetzt ist alles drin und ich sage Start. Und ich kann euch schon mal sagen, neben dem blau-weiß gestreiften Silo ist ja diese Halle. Die ist bei mir weg. Und da habe ich jetzt die Halle hingestellt, die ich gestern in einem Video vorgestellt habe. Und zwar war das diese ganz große mit der integrierten Werkstatt. Ihr seht ja gleich selber, welche Halle das ich meine. Ich habe mir hier neben, wo der große Baum auf dem Feld steht, daneben habe ich mir meine Ballen Verkaufsstation, sage ich jetzt mal, hingestellt. Für 21.000, glaube ich, hat die gekostet. Dann habe ich mir zwei neue Felder gekauft. Das waren dann insgesamt 500.000 Euro, wo ich dafür ausgegeben habe, für zwei Felder. Das ist einmal das Feld 20 und 21, glaube ich. Und ich habe auch schon das Feld 12. Das ist das große Feld da hinter dem großen Fels und hinter der Halle. Dann hatte ich mir einen kleinen Drescher noch am Hof. Und ich muss sagen, der Drescher, der gefällt mir wirklich. Das ist wirklich ein sehr geiler Drescher. Ich zeige ihn euch. Das ist dieser kleinste. Ja, ich zeige es euch schnell. Hier, das ist dieser Lader, wo ich meinte. Die Kiste, die Hengste, die hinten an den Schlepper ran und gut. Ja, genau, der da. Der Drescher. Der gefällt mir vom Sound erstens mal richtig geil. Der hört sich richtig cool an. Und zweitens, ich habe von den Dreschern zwei Stück. Nicht wundern, wenn da jetzt noch irgendwo noch ein anderer rumsteht. Das ist nämlich der da. Ja, wie gesagt, die gefallen mir vom Sound richtig gut. Und es passt auch tatsächlich ein bisschen was rein. Also das ganze Feld 12 hier. Und ihr seht ja, was für eine Größe allein das schon hat. Und es ist eins der kleinsten Felder hier. Musste ich das Ding nur dreimal oder viermal entleeren. Also es ging eigentlich sogar echt gut. Aber ich würde sagen, ich hole jetzt erstmal den Schneidwerkswagen, weil ich passe mit dem Schneidwerk leider nicht durch die Tore durch. Ich habe es gestern ausprobiert, finde ich etwas schade. Kann ich aber nichts dran ändern. Und ja, ich hole mir jetzt den Schneidwerkswagen. Ich werde wieder ein bisschen lauter machen, dass man die Geräusche wieder ein bisschen besser hört. So, da drin steht der Schneidwerkswagen. Den kuppeln wir jetzt an. Ich habe hier einen Frontladeranschluss mit dran gemacht, also Frontladeranbau. Ich weiß nicht warum, einfach sicherheitshalber. Ich weiß ja nicht, wann ich mal so ein Ding benötige. Mein Gott, was ist schon wieder mit ihm los? Naja, auf jeden Fall zeige ich euch jetzt den Sound vom Mähdrescher. Auf jeden Fall, wie gesagt, der hört sich so geil an. Ja. Also ich fand am Anfang, boah, das ist so ein kleiner... Ich sage euch jetzt mal, was ich am Anfang von dem Ding gedacht habe. Ich habe mir halt so gedacht, boah, was ist das für ein kleiner Drescher? Da passt doch 100 pro eh nix rein. Der ist nach zwei Bahnen 100 pro voll. So ein Mini-Ding, wie das ist. Und jetzt fahre ich mittlerweile voll drauf ab. Erstens mal, der Sound ist richtig geil. Zweitens, es passt schon ein bisschen was rein. Ich glaube, ich muss mal kurz nachgucken, wie viel da reinpasst. Da passen... 200 Liter vom Tank herein und da passen 3540 Liter Getreide rein. Also es ist eigentlich gar nicht so schlecht für so einen kleinen Drescher. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich schmeiß das Ding mal an. Hört ihr das? Ich finde, es hört sich einfach schon am Anfang dieses Drrrr, das hört sich an wie ein IAC 633. Und beim Ausmachen hört sich das auch schon so geil an. Also da macht er so drrrr. Also so halt wie ich sage jetzt mal, wie so ein Oldtimer Bulldog. Also wie jetzt zum Beispiel, ja, ich kann es jetzt nur ein Beispiel von unserem Fahr nennen. Wir haben einen Fahr D132W von 1961 zu Hause. Ich habe neulich mal in den Kraftfahrzeugschein geguckt. Vielmehr in den Kfz-Brief. Und da stand dann tatsächlich drin, dass der Typ, also der alte Herr, sage ich jetzt mal, Baujahr 1961 ist und nicht 1960. Ich hatte ein Video gemacht mit einem Kumpel, der hat mir die Kamera immer wieder mal gehalten. Das Video heißt meine Traktorseite, Zocker Steve Hoffmann auf YouTube. Ich heiße jetzt mittlerweile auf meinem jetzigen YouTube-Channel, wo ihr jetzt das Video seht, heiße ich ja Hoffmann Stefan oder Stefan Hoffmann. Und ja, auf jeden Fall habe ich da unser Schlepper
etwas gründlicher vorgestellt, aber ich dachte da echt noch, dass der 1960 Baujahr ist. Aber ich habe zu meinem Opa gesagt, komm, zeig mir mal bitte den Kfz-Brief. Und dann habe ich gesehen, dass der tatsächlich, also erste Zulassung war zumindest 1961 und dann das Baujahr war auch 61. Also es hat mich dann echt gewundert. Dann ist der tatsächlich nochmal ein Jahr jünger, wie ich ihn eingeschätzt habe, weil normalerweise ist er jetzt 59, wäre jetzt normalerweise. Aber dadurch, dass er jetzt 61 Baujahr ist, ist er sogar ein Jahr jünger. Ja, da vorne steht der IHC, kann ich euch direkt zeigen. Da ist die Ballenverladestation, genau. Ich meine natürlich die Ballenverkaufsstation mit dem Ballenwagen schon. Mit dem muss ich wieder ans Feld. Ich muss jetzt dann noch richtig fertig schwadern und dann fange ich nochmal an mit Ballenpressen. Halt, wo war ich hin mit dem Fendt? Ich brauch den doch. Mensch. Ja, hier brauche ich für die Sämaschine. Mensch, Mensch, ich bin ein Kerl, du. Der muss doch an die Sämaschine ran. Ja, genau. Ich habe ja auch so Probleme mit Drehschemel. Und da das ja ein Drehschemel-Anhänger ist. Und ich den für mein Heizwerk brauche. Vielmehr, weil der am besten beim Heizwerk angenommen wird. Habe ich mir jetzt beschlossen, dass ich den hier in die einzelne Kammer reinstelle. Vielmehr in die einzelne kleine Halle, sage ich jetzt mal, in die Mini-Halle. Weil ich hier drin mit dem Einparken mit dem Drehschemel so ein bisschen Probleme habe. Deswegen steht da draußen jetzt auch noch ein anderer Hänger. Damit ich einfacher einparken kann. Und hier habe ich das, was ich vorhin gesagt habe, die integrierte Werkstatt. Hier, da fährst du hier so hin und dann kannst du hier wieder in dein Menü gehen und dann kannst du anpassen und so weiter. Ja, und dann habe ich mir gedacht, weil die Halle hier leer ist, hau ich hier den Gabelstapler rein, weil ich den da drüben bei den Maschinen nicht hinknallen will, weil ich ja den Platz für die anderen Maschinen brauche. Und zweitens passt dann auch noch der große Anhänger mit dem Drehschemel hier rein, das ist ja der da. Ja, das steht jetzt auf jeden Fall hier drin und wird auch immer hier drin bleiben. Ja, ich kann erstens mal leichter rausfahren. Ich kann mit dem IHC hier ranfahren und dann kann ich hier raus und kann dann von außen halt hier wieder leicht schön gechillt rein und kann den dann hier abkuppeln. Ja, ich fahre jetzt mal weiter zu der Sämaschine und stelle mich mal an den Rand. Ich muss mal kurz in mein Inventar gucken, was ich schon alles im Lager habe. Also mir fehlt auf jeden Fall Gerste, mir fehlt Hafer. Hafer habe ich jetzt angesät. Raps fehlt mir auf jeden Fall, mir fehlen Sonnenblumen, mir fehlen Sojabohnen, habe ich ein bisschen. Mir fehlt Mais, mir fehlen Kartoffeln, mir fehlen Ölrettich. Mir fehlt, keine Ahnung, was das auch immer sein soll. Hier das NHA, das sind ja die Hackschnitzel. Das mache ich ja gerade mit meinem Jens Forster und ja und so weiter. Den Rest brauche ich eigentlich gerade gar nicht. Ja gut, ich fahre zur Sämaschine. So, einmal angekühlt das gute Stück. Und dann würde ich sagen, sehen wir jetzt auf das Feld mal ja, Raps. Habe ich schon eingestellt. Nee, darauf kommt Gerste. Darauf kommt Gerste auf jeden Fall. Ja, ich lasse ihn jetzt auch nicht anfangen, sonst würde ich... Ah nee, doch, kann anfangen. Ja, ich spute mich jetzt halt ein bisschen. Der Drescher kommt auch schnell in die Halle. Vielmehr, ich fahre kurz vorne dran, weil ich mich beeilen muss mit dem Schwadern und mit dem Einsammeln. Bleib mal schnell hier stehen. Und senken. Und runter. So, und ab geht's. Ja, müssen wir jetzt auf jeden Fall beeilen. Oder ich kann das der Helfer? Ich weiß nicht. All den Helfer hatte ich nicht so viel Vertrauen in meiner Felsbrunnen-Map. Da hat das richtig verkackt. Ich meine, besser wie ausprobieren kann man es auch nicht.
Er macht's ganz gut bis jetzt. Jetzt mal gucken, wie er es weitermacht. Ja, mein Freund, da drüben muss aber nichts mehr arbeiten. Das ist schon verkackt. Das meinte ich. Da habe ich kein Vertrauen rein. Naja, machen wir es halt selber. Macht ja auch wieder ein bisschen Fun. Ein bisschen Radio noch nebendran anmachen. Ich hoffe, man hört es auch. Gut, dann bin ich damit jetzt auch fertig. Dann kann da jetzt der Face ran. Der hat nämlich schon die Ballenpresse hinten ran. Da drüben geht's weiter. Mann, ich mach Radio aus, sonst hört man mich vielleicht gar nicht. Auf jeden Fall, wovon die Ballenpresse bei mir einen Punkt kriegt, ist, man muss nicht, wenn ein Ballen fertig ist, dass man direkt anhalten muss und halt abladen, wie bei der Rundballenpresse. Das kotzt mich ein bisschen an bei der Rundballenpresse. Entschuldigung für den Ausdruck jetzt gerade, aber ich konnte es nicht anders sagen. Es war echt dumm. Es ist echt dumm bei der Ballenpresse, bei der Rundballenpresse. Gut, und hier machst du einfach kurz so und drückst kurz auf Abladen und dann ist gut. Und dann kannst du wieder weiter. Zack, und ab geht's. Ich habe mir auf jeden Fall noch das Feld A, genau, Feld 21 und Feld 22 habe ich mir gekauft. Und ihr seht, was für große Felder, das ich hier habe. Im Gegensatz zu dem Feld 12, wo ich jetzt gerade drauf bin, ist das das kleinste. Weil ich das ja vorhin mit dem Drescher gesagt habe. Ja gut. Machen wir das schnell fertig und dann kann der IAC einsammeln. Und dann verkaufen wir das direkt. Und ein paar Bäumchen muss ich auch noch fällen. Deswegen habe ich mir ja den JCB Kompaktlader gekauft. Viel mehr gedownloadet. So, ich würde sagen, wenn der Ballen fertig ist, höre ich auf. Weil ich weiß nicht, ob der Rest da mal reicht. Für den ganzen Ballen. Dann kann der Case jetzt nämlich... der IHC kann jetzt dann nämlich einsammeln. Die Ballenpresse, die stellen wir wahrscheinlich damit hin zum Heulager. Zum Heuballenlager. Stellen wir die mit rein. Mache ich später. Dann soll der IHC jetzt erstmal einsammeln. Ich habe den Schlepper sonst eigentlich immer nur fürs Abfahren benutzt oder zum Einlagern. Aber ich finde dafür, dass der jetzt nur 67 PS hat, macht er das eigentlich ganz gut mit dem Wagen. Ja gut, der braucht halt auch nur die Kette, wo da vorne angetrieben wird, werden muss, weil er die Ballen ja da hochzieht. Ansonsten macht er echt gut. Nur was ich mir im LS19 noch mehr wünschen würde, wären ein paar mehr Oldtimer-Mods. Sprich vielleicht eine Güldner-Mod, wo man im Mod-Hub hat, im stinknormalen Spiel Mod-Hub, wo man vielleicht so noch findet. Was mich richtig faszinieren würde, wenn man vom LS17 den Ursus C45 Mod mit einbaut, das wäre richtig geil. Mit dem würde ich nur noch abfahren und so weiter. Also ich würde mit dem Ursus wäre ich echt fröhlich. Wenn der Ursus hier im LS19 drin wäre, Alter. Das wäre einfach das geilste Fahrzeug im ganzen LS. Finde ich jetzt meiner Meinung nach.
weil ich ja so ein Oldtimer-Fan bin. Da drüben fährt schon der Zug schon wieder. Also der hat einen ganz schönen Zacken drauf, ey. Der ist ein paar Mal, also der ist ganz schön schnell um der Map rum. Gut, dann fahren wir jetzt da rückwärts rein. Dürfte kein Problem sein. Ja, ich nehme auf. Entschuldigung, Leute, das war meine Oma. Die musste wieder mal wie immer stören. Immer wenn ich aufnehme, werde ich gestört, ey. Ich kotze es an. Gut, Ballen abladen. Und dann, ich habe vorhin für die 8 Ballen, habe ich 6.000 Euro gekriegt. Also ist echt ein ganz guter Preis. Den Wagen lasse ich jetzt auch hier draußen stehen. Weil ich habe in meiner großen Halle einfach keinen Platz. Oh, für die habe ich jetzt nur 4.401 gekriegt. Schade. Ja, der klappt sich jetzt selber zusammen. Dann kann ich wieder weg. Mit dem kleinen IHC. Ich finde den IHC so knuffig, Alter. Ich finde ihn so knuffig. Gut, dann fahren wir mal den guten Mähdrescher rein. Ah, nee. Vorhin machen wir ihn aber sauber. Der kommt mir so nicht in die Halle. So kommt der mir nicht in die Halle. Da ist übrigens das Heizwerk, was ich mir gedownloadet habe. Ja, wie gesagt, wo wir gerade bei den Mods waren, was ich mir noch wünschen würde, was noch reinkommen würde und was noch reinkommen könnte. Wie gesagt, der Ursus C45 wäre ganz geil, wenn man das noch mit einbauen könnte. Dann auf jeden Fall noch eine Fahrmod von der Firma Fahrhalt Fahrzeuge. Zum Beispiel jetzt mein Favorit, der Fahrt D132W. Und zum Beispiel der Fahrt D177S. Das wäre auch ganz cool. Allgemein Oldtimer Mods, es wäre so cool, wie wenn noch mehr drin wäre, wie nur die IHC Mod. Weil ich habe nur den einen IHC, wo ich jetzt auf dem Hof habe, gefunden mit, als Mod, als Oldtimer Mod. Das finde ich eigentlich schade. Da gibt es im LS17 mehr Oldtimer Mods. Das finde ich ein bisschen schade. Im LS17 gibt es mehr Oldtimer Mods, im LS19, im neueren eigentlich nicht. Das ist, es gibt, ergibt für mich eigentlich irgendwie gar keinen Sinn. In den älteren LS9, in den älteren Landwirtschaftssimulatoren baut man mehr Oldtimer-Mods ein, aber in den neueren nicht mehr. Ich habe mir jetzt gestern, habe ich mir den LS17 bestellt. Weil da einfach mehr Oldtimer-Mods drauf sind. Und wenn ich sehe, dass da mehr Oldtimer-Mods drauf sind, wenn ich selber das zocke, dann am Freitag dürfte der ankommen. Wenn ich sehe, dass da mehr Oldtimer-Mods drauf sind, dann werde ich definitiv auch mehr LS17 aufnehmen, wie LS19. Das finde ich echt schade. Erst wenn ich im LS19 sehe, dass ein paar mehr Oldtimer-Mods rauskommen, nehme ich wieder LS19 auf. Weil ich finde, es macht mit Oldtimern, mit Oldtimer-Maschinen, mit Oldtimer-Dreschern, macht das alles viel mehr Spaß. Ja, genau hier. Das große Feld habe ich mir gekauft. Und das da drüben. Ist da drüben ein Fahrzeug? Nee. Und genau da drüben, der da. Den habe ich mir gekauft. Mit der Säge vorne dran. Kann ich mal zeigen. Hier ist dann diese Säge. Die kannst du noch runterklappen. Und dann kannst du damit Baum fällen. Ich kann es mal ganz kurz demonstrieren. Also ich schmeiß mal kurz in eine andere Richtung um. Ich schmeiß mal darüber um.
Gut, ungefällt ist er. Es geht richtig schnell mit dem Teil. Ohne dass man halt lästig mit der Motorsäge hier irgendwie rumhantieren muss. Mal schnell entasten. Und dann ist die Geschichte gegessen. Dann kann der weg. Jetzt brauche ich nur noch schnell ein Fahrzeug mit Hänger. Da nehme ich kurz den Lamborghini. Den habe ich mir jetzt auch neu gekauft. Das ist ein Fahrzeug vom LS15. Dürfte vielleicht auch jemand aus meinen älteren Videos kennen, also vom LS15. Genau, was ich mir hier noch als Feature eingebaut habe, das sind Eisenbahnschranken. Einfach nochmal als Schutz, damit hier nicht jeder reinkommt. Gewisse Fantasien müssen nämlich auch umgesetzt werden, finde ich jetzt zumindest. Und wo ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, komm, baust das hier mit rein. Auf dem Hof, es ist zwar kein Eisenbahnhof hier, aber ja. Ihr versteht, was ich meine. Oder? Wer es nicht weiß, schreibt in die Kommentare. Und das meinte ich jetzt, was ich jetzt mache. Du kannst hier einfach gechillt herfahren. Du kannst den Hänger hier ankoppeln. Du kannst damit wegfahren. Und kannst dann von außen einfach ganz gechillt wieder rein. Sag mal, wird es heute noch was? So, dann mal rüber zum Feld 21. Ist ja nicht weit weg von mir, deswegen halt. Ich habe extra geguckt, dass ich Felder kaufe, wo nicht so weit weg von meinem Hof sind. Dann hatte ich gesagt, will ich die Schilder noch verkaufen, wo ich diesen Regierungszuschlag bekomme von 100.000 pro Schild. Was ich voll übertrieben finde eigentlich. Aber es ist halt viel besser, wie wenn du dir ein Geldmod. Oh mein Gott, Alter, war das knapp. Alter. Junge. Alter Schwede, habe ich mich erschrocken. Oh Gott. Junge, Junge, Junge. Gut. Ich würde sagen, das war's an der Stelle mit dem Video. Ich mache jetzt dann direkt noch einen zweiten Part, damit es einfach nicht so viel wird als Videodatei zum Hochladen dann. Ja, Leute, ich würde mich dann an dieser Stelle verabschieden. Wir sehen uns ja gleich wieder. Und würde an dieser Stelle an dem schönen IHC 7210 auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal sagen. Abo da lassen, wer es noch nicht getan hat. Und bis zum nächsten Mal und ciao.